Oh, mache ich den Stau hier? Unangenehm. Entschuldigung. Fahren Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Noch nicht. Kommen Sie gern wieder. Grüße. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers vom Mars und einer weiteren Runde Farming Simulator from Zero to Hero oder vom Simon zum Philipp. Wir sind wieder dabei, Geld zu machen heute und wir haben heute was ganz, ganz Besonderes vor. Zumindest, wenn alles klappt. Während der Philipp unseren Hund hier einsammelt, weil er schon wieder auf der Straße rumspielt, der kleine Schlingel, würde ich sagen, nach einem kurzen Intro zeigen wir euch, was wir heute vorhaben. Also bleibt dran und seid gespannt. Holt Popcorn, alles Mögliche raus, Knabberzeug, was zu trinken. Wird heiß heute, heiß. Hallo, hallo. Ja, Leute, wir haben aktuell 23.000 Euro und um reich zu werden, wer weiß es nicht, muss man erstmal fett investieren. Und wir haben uns ein gutes Puffer angearbeitet, finde ich. Also 23.000, die hätte ich gerne auch privat. Finde ich ganz gut. Kurzer Zwischenruf. Diesen Slogan, wenn man reich werden will, muss man auch investieren. Hast du das aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe, oder? Ja. Ja. Okay. Komm in die Gruppe! Wir fahren alle Porsche und als Zweitwagen den Lambo. Gut, zurück zum Thema. Ja, wir wollen heute investieren, also wir werden erstmal ausgeben. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir nicht am Ende der Folge doppelt so viel haben, wie wir es sonst bis jetzt immer geschafft haben, weil wir erstmal investieren werden. Und der Simon stellt euch heute unseren Plan vor. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Gut. Wir werden heute erstmal machen, weil versuchen ist ja... Versuchen hat die Option zu scheitern. Ja, wir werden nicht scheitern. Nee. Also wir roden erstmal das Stück Wald hier. Also diesmal sehe ich die Rehe nicht. Ich weiß nicht, wie du da gesehen hast. Wir roden auf jeden Fall diesen Wald, dieses Stück Wäldchen hier, damit wir Platz haben. Und zwar für zwei neue Gewächshäuser. Denn Gewächshäuser, man weiß es, aus Holland, die bringen Geld. Also. Tulpen natürlich. Da werden wir mal gucken, was wir da anbauen. Die setzen wir dann hier irgendwo hin, entweder hier links vom Weg oder rechts vom Weg. Aber natürlich müssen wir erstmal. Weil unser Gelände sehr bergig ist. Richtig. Wir haben hier viel Berge. Das ist, also ich weiß auch nicht, wer das ausgesucht hat. Aber. So, ja, erstmal Holz wegmachen. Das legen wir zur Seite, ne? Weil da aus Holz gibt's ja noch Money. Schön tief ansetzen, tief. Ich habe Holz am Kopf bekommen. Ja, Holzkopf. Wow, Pinocchio, Alter. Kann man eigentlich einstellen, irgendwie definieren, in welche Richtung das Ding fällt? Ja. Wie denn? Muss vorher sagen. Links. Jo, das klappt, Simon. Warte, ich versuche nochmal. Links. Jo, cool. Hier ist der Weg. So. Ich will nicht zu viel Arbeit machen, ne? Ich will auch noch ein paar Bäume haben. Hast du ein Feuerzeug dabei? Dann zünden wir das einfach an hier. Eine heiße Renovierung, wie man auch in Versicherungssprache sagt. Kann das sein, dass wir die Wurzeln auch erst wegmachen müssen? Nee, da kannst du drüber bauen. Was machen wir jetzt mit dem Holz? Das schieben wir erstmal auf das... Ey, wieso kann ich das nicht? Auf das freie Stück, wo wir schon abgerodet haben, würde ich sagen, oder? Und wie schieben wir das? Ja, scheiße. Fuck. Ich dachte, wir haben ja... Hat ja noch keiner die Mod reingemacht, Strong Farmer. Ne, wir wollen sie auch nicht. Du hast doch gesagt, du willst nichts haben, was dir hilft. Oh, guck mal, den kann ich nehmen. Wer ist den? Hier, so einen leichten. Der hat 8 Meter Länge. Den kann ich jetzt hier hinlegen. Wir könnten uns, theoretisch könnten wir uns ja so einen Radlader mieten mit so einer... Nee. Was hast du? Kannst du tragen? Ich kann 96 8 Kilo. 8 Meter. Alles klar, Mann. Der geht in Fitnessstudio, mein Typ hier. 36 Kilo kann ich easy tragen. So viel kauft meine Frau ein. 96, habe ich gesagt. Ach so. Ich würde sagen, wir machen einen Zeitsprung. So, da sind wir wieder nach dem Zeitsprung hier. Schön, das Holz ist schon mal hier fertig eingeladen. Ja. Philipp bringt es jetzt weg. Soll ich das nicht nochmal weg? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Klar. Oh, wir haben Probleme. Nee. Hast du kein Allrad gekauft? Nee, Philipp. Wo hängen wir denn? Wir haben keine Probleme.
du hast Probleme. Ich glaube, ich hänge da an der Wurzel. Nee, du hängst. Weißt du, wo du dran hängst? Du bei hängst, dir? Nee, ja auch. Aber bei dir hängt ein Ast, der backt sich durch das Auto und schleift auf den Boden mit den Zahnrädern einfach. Ach, Quatsch. In der Zeit, wo der Philipp die geilen, geile Kiefer wegbringt, baue ich schon mal unsere beiden Gewächshäuser. Geil, Hauptsache noch geil mit reinbringen. Ja, natürlich, was denkst du denn? Das Leben ohne Adjektiv, irgendwie wäre das Leben ohne Adjektiv. 1600 Flocken hat das noch gegeben. Das ist natürlich geil, ey. Alter, der Philipp macht uns reich. Geil reich. So, wie baue ich die denn jetzt am besten? Geil am besten, Simon. Platziere die schön geil. Was für überlappt? Das überlappt immer noch. Das sind die Wurzeln. Ich glaube, wir müssen jetzt die Wurzeln wegmachen. Nein, du kannst einfach diesen Modus drücken, trotzdem bauen. Ich glaube, X oder N oder C oder so. Steht da oben. Freier Modus ist V. Mann. Genau, irgendwie sowas. Zack, unser erstes Gewächshaus. Woo! Bam! Ja. Perfekt. Ich muss dir sagen, von hier sieht das richtig geil aus. Hä? Aber was ist denn jetzt schon wieder hier? Ah ja, okay. I see the problem. Nee, so können wir das nicht lassen, Simon. Hä? Müssen wir echt da durch? Müssen wir echt Wurzel wegmachen, damit der das Gelände anpasst? Wie kann man das immer wegmachen? Verkaufen. Du kannst die nur wieder verkaufen. So, wir mussten die Gewächshäuser leider nochmal abreißen, weil wir müssen doch die Wurzeln entfernen. Das können wir so nicht lassen. Ja, da müssen wir trotzdem nochmal Geld ausgeben. Willst du so einen Entwurzler besorgen? Ich glaube, der passt ja vorne an unseren Trecker dran, oder? Zumindest hinten. Ja, ich guck mal. Hinten müsste gehen. Vorne haben wir ja nichts zur Aufnahme. Und ich kann in der Zeit dann nochmal ein bisschen Taschengeld hier mit unser... Ach du Scheiße. Ja, es funktioniert. Wir müssen dann über die Straße. Ich hole uns noch ein bisschen Kohle ran. Also der macht, Mulchfräsen dienen dazu, Baumstümpfe und Büsche zu entfernen. Der wird wohl gemietet, wa? Ja, ich bin zu faul. Ich könnte auch die Bäume hier nochmal richtig schön stutzen und so. Und dann würde ich mich nicht mit dem Wagen aufbocken. Aber die Einfahrt ist doch groß genug. Ja. 1200? Alter, das schmerzt. Ey, wenn man richtig hart für sein Geld ackern muss, schmerzt. Weißt du, was schmerzt? Ich muss mit dem Trecker jetzt da hinfahren. Das schmerzt. Dann, ja, bis gleich. Riechst du es auch? Schmeckst du es? Mhm. Zeitsprung! Sind schon da? Ja. Ich komme mit dem Auto. Wir können mal gucken, ob du mit dem Trecker hinten drauf fahren kannst. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Ich kann hier mit 120 fahren. Das ist schön für dich. Ich falsch gefahren? Weiß ich nicht. Ah ne, da kommst du. Oh, ich seh dich. Hä, was hast du da gemacht? Ich dreh gerade. Ich mache jetzt einen Monster-Jump. Hui! GTA-Challenge! Gott, ne, du bist ein bisschen breit, aber egal. Geht das? Mach Spanngurt rum. Spanngurt? Oh. Das sind die Räder, aber nicht mehr so ganz auf dem Boden. Ach, da musst du, fahr mal andersrum, fahr mal rückwärts drauf, dass Gewicht hinten ist. Oh nein. Ah, warte, Spanngurte ab. Also, ich wollte schon sagen, ich komme nicht mehr runter. Also würde ich gerne, aber ich komme nicht mehr runter. Oh Mann, ey. Der Willi, der denkt sich auch, der will gerade zur Arbeit fahren und dann... Ah nein, sowas hier. Oh Gott, hast du überhaupt das richtige Werkzeug gekauft? Ja. Hab ich. Jo. Ja, guck mal. Die hohe Last nämlich immer an der Achse. Perfekt. Ich liebe dieses Spiel einfach dafür, ne? Ich liebe das. Wie ich da hinten drauf sitze, auch einfach ganz lässig. Wir brauchen keine Beifahrermod. Wir haben selber die Beifahrermod. So mit einer Hand an der Hüfte, so. Jo, alles klar, moin. Easy. Guck mal, wir können doppelt so schnell fahren mittlerweile. Oh, was war das? Nein! Was war das denn? Es war nirgendwo ein Schild oder so. Hast du den Igel überfahren oder was? Oh nein. Warte, ich klapp mal den LKW. Ja, 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 ja. Oh ja, oh, ja, ja, ja. Oh, ja. Genau. Ach du Scheiße. Ich klapp nochmal auf.
Ach du Scheiße. Ach du Grüne, Leute. Ich lass dich los. Leck mich doch. Guck mal, ob du dich hinstellen kannst. Leck mich doch am Ellbogen, du. Oh nee. Wenn wir beide resetten müssen, landen wir beide beim Händler, ne? Ja. Absolut. Oh nein. Warum denn immer sowas? Gut, dass wir uns Zeit gespart haben. Oh. Oh, ja. Oh, Trick! Der Trickster. Kann ich dir irgendwie helfen? Anhänger ab. Wie mach ich denn den Anhänger ab? Nein, mach den nicht ab, dann kriegst du ihn wieder dran. Ja, dann versuch mich mal zu drehen. Ich fahr jetzt gegen dich. Attacke! Ich lieb dir einfach eine Seite hier. Manometer. Hey. Oh ja. Aber ich würde sagen, lass uns nur Risiko gehen. Oder willst du es nochmal versuchen? Ja, sicher. Eigentlich hat das gut geklappt. Das hat gut geklappt, aber du bist ja gegen das Schild gefahren. Ich bin gegen Schild gefahren? Da war nix. Ich schwör, Simon, da war nix. Ich komm, hast du den kleinen Hasen auf der Straße nicht gesehen oder was? Ich bin ausgerutscht auf einer Banane. Da kam der blaue Panzer. Folgentitel, woher kommt die Banane? Perfekt. Ja, man muss ihn nur zu helfen wissen. Ja, easy. Easy. Oh, hast du umgeschaltet wieder? Nein. Das Spiel ist überfordert mit unserer Intelligenz. Ah, okay. Wenn wir jetzt hier Richtung unserem Hof fahren, haben wir gerade nämlich nochmal überlegt, dass wir vielleicht nur ein Gewächshaus kaufen. Weil wenn wir zwei kaufen, sind wir schon wieder nur bei 4.000 Euro. Und wir brauchen ja auch noch ein bisschen Money, um Material zu besorgen. Ja, und dann kommt vielleicht danach das zweite, wenn wir alles gekauft haben. Ja, genau. Wenn es läuft und Geld reinballert, dann gehen wir in Gewächshaus Nummer 2. Ja, so entstehen hier unsere Planänderungen. Ey, das ist auch absolute Legende, wie wir hier rumfahren. Ist auch. Ich überlege jetzt, wo. Ich lasse dich auf der Straße einfach runter. Ist am sichersten. Wie Kit. Ja. Boah, göttlich, Alter. Göttlich. Geil. Liebes Spiel. Wie im Einsatz hier. Mega gut. Ey, wir haben uns so viel Zeit gespart. Bestimmt 2 Minuten. Und jetzt geht diese Scheiße wieder nicht. Wetten? Nein, alles gut. Bist du da gute Dinge? Ja, absolut. Okay. Moment. Ja, wir sind hier richtig, ja. Ja, ach. Wart ab. Was macht der denn jetzt da? Weiß ich nicht, du machst Dreck. Ist der überhaupt eine Wurzel? Ist der jetzt zu schwach hier oder was? War denn da eine Wurzel? Nee. Dann mach doch mal auf eine Wurzel oder fahr mal rückwärts an die Wurzel ran. Oder so. Ja, Taschenlampe. Perfekt. Da sehe ich was. Ja, du bist drauf. Mal ran. Wunderbar. Kannst du noch runterfahren? Nee. Oh. Ah ja, hat geklappt. Oh, mein Herz. Alter, ihr wisst nicht, wie viel Geld wir schon in diesem Game verbracht haben. Mann! Wie nennt man das? Reihe. Habe ich gerade ein Wir gehört? Entschuldigung, ich habe schon sehr viel Geld verbrannt. Learning war groß. Ja, ich wusste jetzt nicht. Ey Leute, schreibt auch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr unsere Playlist von Farming Simulator 2019 schon kennt. Seid ihr die richtigen OGs? Und wenn ihr die nicht kennt, sucht da gerne mal nach. Es war eine gute Zeit. Da haben wir auf der PlayStation gespielt, oder Simon? Ja. Das war Horror. Maus und Tastatur war so ein Segen für dieses Game. Ey, wenn es an ist, kann ich es nicht fahren, das Ding. Ja, weil er die ganze Last auf diese Dinge, auf die Fräse hat. Ja, ist weg. Die ist gut, ey. Die andere, die wir damals hatten, die war scheiße irgendwie, ne? Hier bei mir. Ich komm, warte. Ich bin der Spotter, ich helfe dir hier. Dafür sind wir doch zu zweit.
Richtig. Stück noch. Stopp. Ganz zurück. Ja, stopp. Ah, du siehst es ja auch irgendwo, ne? Ja, ist weg. Ja, das war's. Okay. Jetzt haben wir Platz für unser Gewächshaus hier. Ja. Versuch Nummer 2. Ich glaube, das brauchen wir nicht, Simon. Aber ohne Scheiß, das ist ein gutes Tool. Mach das hoch wieder. Was bringt uns das? Hier. Ja, dann muss das Gewächshaus hier auf die linke Seite. Ich will nicht so hässlich. Ich dachte, wir machen das hier rechts. Ja. Okay. Überlappt man noch mit anderen? Nee, hier nicht. Schlicht der Weg. Schön so weit wie möglich in der Ecke. Ja, guck mal, jetzt hat das Spiel auch hier den Boden angehoben. Ja. Oha, ey. Ich glaube, es war richtig teuer, ne? 10.600 wegen Erdarbeiten hier noch. Mhm. Das ist natürlich scheiße hier. Weil hier kommen ja die Paletten hin. Na, richtig. Das ist ja richtig scheiße. Ja, dann werden wir nicht drum herum kommen, dass wir hier alles anheben müssen, damit wir dann mit dem LKW oder Gabelstapler hierher fahren können. Ja, kein Problem. Erstmal machen wir jetzt erstmal Gewerkzeugs hier fit. Was sollen wir denn anpflanzen? Was brauchen wir überhaupt hier? Wir brauchen Wasser. Hol doch mal Wasser. Ich kann Wasser holen, ja. Dafür brauchen wir allerdings noch ein Wassertank. Den kaufe ich jetzt mal eben. Ja, wir brauchen ja nur Wasser. Mehr brauchen wir ja nicht. Was machen wir? Salat? Da könntest du jetzt mal auf die Liste gucken, was sich gerade im Moment am besten verkauft. Ja, definitiv Salat. Ich kaufe für 3.000 Euro hier den Wassertank, ne? Den kleinsten. Ja, okay, mach. Ja, mieten macht keinen Sinn. Die 3.000 Euro können wir uns leisten. Ich kann den auch mit dem Pickup abholen. Deswegen kein Stress, gar kein Stress. So, da komme ich jetzt mit meinem Fahrzeug. Was machst du denn? Ich stehe doch hier, du kannst nicht rückwärts in mich reinfahren. Fahr weg mit der Pimmelkarre. Wir haben natürlich hier schon einen Brunnen geerbt. Der war auf dem Gelände drin. Was hast du vor? Willst du da Wasser reinkippen in die Badewanne? Ich wollte einfach in die Ecke stellen. Ja, aber warum? Ich muss doch da ran. Er kann es doch immer noch. Ja, dann mach. Ich liebe ja Ordnung. Ich finde das okay, wenn du das machst. Ich habe es nur nicht verstanden. Ja, mein Gott. Mein Gehirn ist ein Rätsel. Apropos nicht verstanden. Ja. Was denn? Ich pack hier noch. Ich verstehe nicht, wie man einen Anhänger fährt. Ach, das ist gar nicht so einfach. Nee, ist auch nicht. Gut, dann kann ich jetzt hier Wasser zapfen von unserem Duschbrunnen, wo wir uns eigentlich mit duschen. Befüllung starten. Nice. Sehr schön, das funktioniert. Mann, ey. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Ah, gib mir noch 2 Sekunden, ist erst halb voll. Ich brauche noch ein bisschen, Simon. 208! Wieso kostet denn unser... Was? Alter, jeder Euro schmerzt hier, ne? Ich helf dir. Wobei hilfst du mir? Hier beim Ranfahren. Ach so, danke. Ja, reicht. Alles klar. Oh nein, bitte. Der packt alles, ne? Der braucht mehr noch. Ja, ja. Guck mal, wie voll das Ding ist. Bitte, kannst du das sehen? Wir haben so ein Achtel. Achtel voll Wasser. Okay, so. Ja, hier müssen wir uns safe noch was ausdenken. Und die Frage ist halt auch, wie willst du das nächste Gewächshaus hier hinbauen, ne? Das muss ja dann schon irgendwie sinnig sein, dass man hier dran fahren kann. Aber die Erhebung hier ist ja erheblich scheiße. Ja, da können die Zuschauer mal kurz in die Kommentare vielleicht mal was reinschreiben. Ja, zu. Genau. Wenn ihr gute Ideen habt, wie wir hier eine Lösung für schaffen, weil entweder müssen wir mit einem Gabelstapler ran oder mit einem Tieflader. Rückwärts hier hoch wird auch ein Experiment. Und weil hier entstehen ja die Paletten nachher, die wir verkaufen können und zum Händler bringen können. Oder, ich habe eine Idee, aber schreibt ihr gerne eure Ideen in die Kommentare. Ich will nicht zu viel wegnehmen. Genau.
Dann vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wie gesagt, wir haben uns nicht verdoppelt, aber wir sind auch nicht extrem in die Miese gegangen. Circa 13.000 haben wir jetzt weniger als vorher, was absolut okay ist, weil wir hoffen ja, dass hier dieses Gewächshaus uns der Million ein gutes Stück näher bringt. Ja, Philipp, kannst du mal zu mir kommen? Ich komme zu dir, ich habe, ja. Darf ich, ich bringe einen Stock mit, ja? Hä? Was ist das denn hier? Guck mal. Ja, weiß ich. Das ist ein Trecker. Ist ein kleiner Trecker. Ein Easter Egg. Wir haben ein Easter Egg gefunden. Kann man da was mit machen? Ja. 1000 Euro gekriegt. Das ist ja cool. Und den hast du hier so zufällig gefunden? Mann, wie bist du denn hier hingekommen? Und mit welchem Auto? Kann man den hier auch aufsammeln? Ist der ist das auch ein kleiner Trecker? Ich weiß nicht, was du meinst. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao.